Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin, zurück zu Let's Play Summoner. Dieses Mal haben wir noch einen Quest abzugeben, und zwar hier direkt vor Torbel, der uns ja den Auftrag gab. Du hast unsere Schauspieltruppe vor dem Ruin bewahrt, mein Freund. Der Unterhaltungsmeister wünscht unsere Anwesenheit vor dem König und der Königin. Es soll nicht heißen, dass Torbel undankbar zu ihnen sei, die, ihm zu helfen. Hier ist eine Belohnung für deine Mühen. Was? 5000? Schön. So. Ich könnte ja mal gucken, was wir eigentlich noch an Aufträgen an uns zu schaffen haben. Und zwar den Ring des Feuers finden. Das heißt, wir müssen die Kurani besuchen. Attentat auf Tancred. Hat Aoki mit zu tun, das kriegen wir später. Kaiser Murat besiegen. Die Heimsuchung. Baziten. Das habe ich schon abgegeben. Da habe ich, glaube ich, noch 7500 für bekommen. Das habe ich, glaube ich, offline gemacht. Das Buch von Garnis. Ein Mann treffen. Den treffen wir nicht. In Wälde, das dauert noch. Durgens Talisman, das dauert auch noch. Dass er den Ring einem Freund Sheng Dai gegeben hat, der nach Urania gegangen sei. Alles klar. Kela von Mutavi, der sich bereit erklärte, Kela nach Hause zu bringen. Das heißt, wir müssen nach Iona noch einmal und Kela Bescheid sagen. Dann Tatal der Wanderer. Tatal der Wanderer ist auch nicht auf diesem Kontinent. Der verrückte Alven. Das haben wir eigentlich schon erledigt. Das war ein Bug. Der Geist von Ikemos. Die Kette von Königin Vesura finden. Ich weiß nicht wo. Das weiß ich gerade wirklich nicht wo. Warte mal, ich habe hier irgendwo eine schlaue Liste. Sekunde, ich muss mal gerade hier meine... Ich habe Zettel in der Hand. Moment. Ich hatte mir nämlich vor Jahren... Vor Jahren hatte ich mir mal Zettel aus dem Internet aufgeschrieben... Aber das sind alles andere Quests gewesen. Nee, die helfen mir gerade weniger. Dann habe ich noch Elodach der Schüler. Bringe die Reliquie zurück zu Jerv in den Tempel. Seltene Feder aus dem Tempel gestohlen. Elodach der Schüler hat eine Feder aus dem Tempel gestohlen. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich die Feder überhaupt habe. Die Samen von der Ruhe, das machen wir bei den Kusani. Habe ich denn die Feder dabei? Es ist ja noch wichtig, was habe ich denn an tollen Sachen überhaupt in meiner Wasserspeierblute? Ja. Ich habe keine Feder dabei. Das heißt, ich brauche jetzt auch nicht zurücklaufen. Aber ich könnte nochmal nach Iona gehen. Es hat sich hier in der Gegend natürlich wieder etwas getan. Der eine oder andere Laden hat etwas Neues. Ich habe jetzt nicht überall geschaut. Das war mir einfach... Da war ich einfach zu faul, da bin ich ganz gern mal ehrlich. Was ich jetzt gerne auf jeden Fall machen möchte, ist mal sehen, ob die Kusani schon bereit sind, mit uns Kontakt aufzunehmen. Das weiß ich auswendig jetzt nämlich auch nicht. Da müsste ich einfach mal hinlaufen. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Iona, sagen der Kela Bescheid, dass hier wieder alles Roga ist und gehen dann zurück zu Hups. Zu den Kusani. Das heißt zurück. Wir gehen da hin. Wir waren ja noch gar nicht da. Die hat Tränke. Da, 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 da. So, ich hoffe nur, dass wir alles erreichen, was wir heute erreichen wollen. Ich hatte eigentlich vor, ein bisschen länger aufzunehmen. Ich muss mal gucken, ob ich das zeitlich noch hinkriege. Da ich aktuell wieder, ich weiß nicht, so drei Titel pro Woche am Stück im Zweitagesrhythmus ist schon... eine Herausforderung für mich, Berufstätigen und Freizeit auch noch spielenden Typen. ja, muss einfach mal gucken, dass ich vielleicht eines von den dreien mal beende und dann halt nur noch jeden zweiten Tag das und das und das und das. Das ist, glaube ich, einfacher, als wenn ich jetzt drei Spiele oder sogar vier Spiele raushauen würde. Aber ich will einfach auch so viel spielen. Ich will ja einfach auch so viel aufnehmen und spielen. Es gibt zum Beispiel, ich könnte zum Beispiel noch Echo raushauen, ich könnte auch noch Rocket League raushauen. Transportfieber habe ich privat auch schon jede Menge gezockt. Also da gäbe es durchaus Potenzial. Und ich habe mir überlegt, vielleicht das eine oder andere auch zu streamen auf YouTube oder auf Twitch und mal gucken, was mich dann so reitet. Jedenfalls will ich das nicht ganz ausschließen und vielleicht in Zukunft auch mal machbar machen, wenn ich denn wieder ein bisschen mehr Luft habe am Wochenende, wenn ich denn vor allem Luft und Lust dazu habe, auch mal mich, was weiß ich, 4-6 Stunden am Stück an ein Spiel zu setzen und dann eben mit euch aufzunehmen. Aber da muss ich mir, glaube ich, ein paar Eimer Wasser bereitstellen, damit ich dann
genug Wasser dabei habe. Hier möchte ich jetzt nicht lang. Ja. Weil ich ja, wie ihr sicher mitgekriegt habt, auch dann die ganze Zeit laber einfach so sinnloses Zeug, wie es gerade passiert, damit ich dann halt die Ladebalken überbrücken kann, so zum Beispiel diesen hier, den ich jetzt gekonnt nicht bespreche. Ist ja egal. So. Also nach Kelar müssen wir, dann nochmal nach Kusani. Das heißt nicht Kusani, das heißt die Berge von Blub. Die Berge von Blub. Da ist nichts. Ich kann hier nochmal bei der komischen Tante gucken. Vielleicht hat die tolle Sachen im Angebot. Hallo. Eine Armbrust. Möchte ich mal eine Armbrust? Nee, lassen wir mal. So. Dum, 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 dum. Hallo, hier, ja. Nein. Ja, ich wollte rein. Aber ich wollte gerade noch was gucken. Nein. Nein, Opioneth. Vielleicht die Musik noch ein Tacken lauter. Effekte vielleicht auch noch ein Tacken lauter. So. Gehen wir mal hoch. Gut, Kelar müsste, glaube ich, an der Klippe stehen. Wenn sie sich noch nicht runtergestürzt hat, müsste sie noch da sein. Gucken wir doch mal. So ein Kloster war ja teilweise auch was richtig, ja, Strenges, ne? Bist du Killer? Das Wissen, das Arma ist noch die falsche. Schwester Miala. Schwester Miala brauchen wir gerade nicht, wir brauchen Killer. Hallo, darf ich mal durch? Dankeschön. Schöner Grafikfehler. So. Schwester Kelar. Die stand hier oben doch irgendwo. Also wenn sie hier nicht ist, dann... Oder hatte ich sie schon gesprochen? Der Quest ist jedenfalls noch da. Jetzt würde ich ja nicht nochmal hingehen. Bruder Orvat. Nur Witze. Hier müsste... Ablaurent sein. Nichts. Was kannst du mir sagen? Was kannst du mir über alle sagen? Über alle. Was passiert mit Ursanne? Und mit Jago? Und hat er nach mir gesucht? Und... über Murat und der ganzen Geschichte von Ele und was ist denn eigentlich mit Iona, warum Summoner und Summoner von mir und mit deinen Augen ist ja auch nicht alles okay und die Katakomben, weißt du? Gut, das reicht erstmal. Nee, ich hab ja Kelar gesucht. Ich war nur gerade auf dem Sprung und dachte, wir kommen, lass mich mal durch, dann sind wir auch schneller da. Achso, nein, warte, oder doch? Da war sie doch. Oh Gott. Schon ganz schlecht. Schwester Lilio. Hä? Kelar bat mich, dir dieses Geschenk zu geben. Den Könnerring? Die Kölnerring? Was ist denn der Könnerring? Da. AP plus 10. Oh. Das könnte die Zauberin gut gebrauchen. Cool. AP plus 10. Könnerring. Ja. Könner mal so lasse, hätte ich gesagt. Gut, damit sind wir hier fertig. Den Könnerring haben wir erfolgreich gefasst. Und dann geht's los. So, erstmal Richtung Kusani. Das heißt nicht Kusani. Wie heißen denn diese Berge? Ich komme nicht drauf. Die Berge von Vardagar? Vardagar nicht so schwer. Ich trinke erstmal ein Stückchen, ne? Prost! Ja, genau. Da muss man schon mal ins Stocken kommen. Eieiei. Ich glaube, das liegt am Schiff. Nee, am Schiff liegt es nicht. Dann liegt es im Haus.
liegt tatsächlich am Haus. Gut, sind wir hier durch, sag ich mal. Dann versuchen wir es mal in die Berge. In Ikemos sind wir ja fertig gewesen, soweit ich weiß. Da können wir höchstens noch die Kette suchen. Aber ich weiß nicht, ob wir die Kette vielleicht nicht auch in den Bergen finden. Ist ja auch möglich. Da ist unser Dorf. Wenn wir jetzt im Wald landen? Das Einzige, was wir auf der Karte suchen, finden wollen, würden, könnten, gerne, wäre eigentlich ein Händler. Alles andere ist gerade nicht so interessant, denn dieses Gebiet hier kennen wir auch schon zu Genüge. Also wieder raus. Es gibt ja noch den einen oder anderen schönen Gegenstand, den ich gerne aus der Bergfestung holen würde. Dafür müssen wir da erstmal reinkommen. Ich erinnere mich, dass es da gute und teure Rüstung gab. Deswegen habe ich mich bisher auch zurückgehalten, etwas zu kaufen. Gut, einmal haben wir vielleicht eingekauft oder zweimal. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Das ein oder andere Mal haben wir eingekauft. Das kann man ja sagen. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Karte. Da 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 da. Nein, das ist nicht die richtige Karte. Raus hier. Will nicht unbedingt kämpfen. Ich wollte hier nicht stehen. Ihr kommt doch mit, oder? Ja. So. Ist das vielleicht hier? Also bergiger geht's ja nicht als hier. Oder muss ich zum Vulkan laufen? Ich kann ja einfach mal hier im Kreis rennen. Vielleicht kommt ja hier irgendein schöner Encounter. Keine Ahnung. Da? Bin ich hier richtig? Bitte, bitte, bitte? Bitte? Bin ich richtig? Nein, es ist nicht richtig. Nein, nein, nein. Toll. Langsam. Hallo, wo willst du denn hin? Genau, nimm den nächsten. Ich habe kein Problem. Rosa, brauch mal deine Hilfe. Ah, die zaubert gerade. Dann machst du das. Da 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 dam 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 da 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 dam 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 da 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 dam 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 dam. Es trifft ja gar nicht. Ich hör mal auf. Brauchst nicht mehr. Ist gut. Komm, hier nochmal. Das war wieder mal der Falsche. Okay, hat's. Das habe ich ganz alleine geschafft. Da 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 dam 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 da 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 dam 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 dam. Na los doch. Noch ein und es ist. Hallo? Ja. Ich glaube Frostzauber wären ganz gut hier. Hallo, bleib mal stehen. Hallo, Angriff. Irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlt noch irgendwas in der Story. Aber mit Diego hatte ich doch schon gesprochen. Den Dolch hat man auch gefunden. Das wäre doch mal mehr hier. Weil die Flays ständig die Leute hier rumschubst. Da 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 dam 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 dam.
So. Und nochmal. Komm, machen wir nochmal einen. Dum 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 dum. Jetzt renn doch nicht mehr weg. So. Was machst du da? Was ruckelst du denn da an mir rum? Jetzt greif doch mal an. Sehr schön. Hallo? Der hat nichts. Der hat nichts. Okay. Gut. Der hat halt nichts. Der kann nichts dafür, dass er nichts hat. Gut. Ja, wo kommen wir denn hier weiter? Toll. Habe ich die ganze Zeit mit Ladebildschirm und Iona verbracht und kam eigentlich noch kein Stück weiter. Achso. Da. Komme ich hier rüber? Ja, sehr gut. Komme ich denn zum Vulkan? Wenn ich da immer noch nicht reinkomme, dann muss ich aber echt mal nachlesen, wie jetzt. Da 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 da. Ah, perfekt. Hier sind wir richtig. Willkommen. Hier sind die Bewacher Sanavas, des Berges der Weisen. Nur die Kusani dürfen hier passieren. Kehrt diesem Ort im Rücken oder empfangt den Zorn von Badagas Kindern. Hier, der Dolch. Wir kennen diesen Dolch als Klinge von Tarum. Wenn ihr tatsächlich Gesandte des Königs von Medeva seid, dann sollt ihr zum Bewacher des Steinportals gebracht werden. Folgt uns! Dum 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 dum. Die Kusani sind die Kinder von Badaga, Gott der Erde und Geliebter der todgeweihten Iona. Auf Sanavar, dem Berg der Weisen, leben die Letzten ihres Volkes. Ihre Ahnen überlebten die große Flut, die durch Amasidos Rache kam. Ich bin der Bewacher des Steinportals. Ihr habt die Tore zu Sanavar durchquert, zum Berg der Weisen und zur letzten Festung der Kusani. Ihr dürft nicht weitergehen. Hier, die Klinge. Du zeigst den Dolch, der dir vom Oberpriester von Urad überreicht wurde. Die Wache schaut ihn sich genau an und runzelt die Stirn, als sie den Dolch in ihrer Hand hält. Was für Narren sollen die Kusani sein, dass einer ihrer Liebe mit solchen Tand und falschen Versprechungen erkaufen könnte? Seid ihr den ganzen Weg hierher gekommen, um uns diese Klinge hier zu bringen? Wenn dem so ist, dann haut ab. Wir haben genug Reichtümer, um euren König und sein ganzes Reich zu kaufen. Ich suche die Ringe der Beschwörung. Ringe? Fragt die Wache überrascht. Du suchst die Ringe der Sahogani? Die Krieger, die das Portal bewachen, beginnen aufgeregt zu tuscheln. Beweise uns, dass du einer der Auserwählten bist, fordert die Wache. Beweise uns, dass du ein Sahogani bist. Rosalind flüstert in dein Ohr. Sahogani bedeutet Summoner in der Zunge der Kusani. Zeig ihm das Zeichen. Hier. Du zeigst der Wache das Zeichen auf dem Rücken deiner linken Hand. Der Kusani schreit laut auf. Ich bringe euch zu Ul'Zadana, sagt die Wache. Aber ich warne euch, wenn ihr uns betrügt, dann wird euch ein schlimmeres Schicksal als der Tod ereilen. Folgt mir und weicht nicht vom Weg ab. Hä? Wir werden das erstmal tun. Obwohl, wir können, glaube ich, vom Weg abweichen. Oh, Lex, ich hab's geahnt. Ich soll nicht vom Weg abweichen. Ich kann ja mal schnell mal speichern. Auf der Karte. Nein. Ja, wir werden uns, denke ich mal, etwas umsehen. Ich glaube, wir können noch nichts tun. Ich glaube, dass wir vor allem noch nicht handeln können. Aber ich will trotzdem mal sehen, ob es überhaupt möglich ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Es könnte nämlich durchaus sein, dass das ein oder andere wichtige Objekt hier für uns rumliegt. Kusani-Händler. Ja, das habe ich mir gedacht. Wir können hier noch nichts handeln. Aber wir sollten uns dennoch umsehen, sobald wir können. Ich denke, ich werde ihm wirklich erstmal nur folgen. Boah, diese Lags. Dam, 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 dam. Ich will mit. Oh. Ich bringe euch zu Ul'Zadana. Aber ich warne euch, das hatten wir schon. Boah, hör mal auf zu lecken jetzt.
Laufen. Uiuiui. Was denn? Warum zitterst du? Auf dem höchsten Thron im Raum sitzt die Ul'Zadana, hohe Priesterin der Kosani. Stoische und feierliche Ruhe entsteht im Raum, als ihr mit eintretet. Die Ul'Zadana bereitet die Arme zu einer Geste der Begrüßung aus. Der Bewacher des Steinportals bringt seltsame Nachrichten. Der Sahogani ist zum Berg der Weisen gekommen. Aber wie ich sehe, ist er nicht allein gekommen. Wer sind deine Begleiter, Sahogani? Sahogani? Die Sahogani sind die Summoner in der medievalischen Zunge. Es ist schrecklich, das Sahogani geboren zu sein. Das Zeichen kündigt Blutvergießen und Leid an. Die Hände, die die Ringe tragen, bringen ihrem Volk den Tod. Und doch steht geschrieben, dass der Sahogani das wüste Land und die Welt erneuern wird. Wie, was, wo, Ringe? Ja, wir schmiedeten die Ringe in dem Feuer unter Sanawa und versteckten sie in den tiefsten Schatten der Schöpfung. Dies wird im Lied von Ruka überliefert. Die Kosani können dir helfen, wenn du beweist, dass du es wert bist. Was soll ich beweisen? Du musst die Prüfung ablegen. Der Bewacher des Steinportals wird dich zum Labyrinth begleiten. Doch bevor du gehst, Sahogani, sag uns, wer deine Begleiter sind. Nun, da hätten wir zum einen Flees. Flees tritt vor und verbeugt sich mit einem Schwung, als ob sie die Fürsten des königlichen Hofes imitierte. O Groß Ul'Zadana, Flees von Linel zu deinen Diensten. Du bist eine Lügnerin und Diebin, sagt die Ul'Zadana. Aber so sind die Verirrungen des Volkes. Eine Sehnsucht, die du nicht teilst. Trotzdem warne ich dich einmal und nur einmal. Wenn du es wagst, auch nur einen Stein zu berühren, dann wird die Gerechtigkeit dich schnell und unmissverständlich erreichen. Flees lacht. Tancred sagte einst zu mir, die Kammern von Sanawa sind mit Gold gefüllt, aber ich würde lieber als armer Schlucker sterben, als der Gerechtigkeit der Kosani ausgeliefert zu sein. Dann ist dein Freund Tancred ein weiser Mann, entgegnet die Ul'Zadana. Nun, da hätten wir Rosalind. Tritt vor. Ich bin Rosalind von Iona. Die Anwesenden flüstern in tiefen, bedrohlichen Stimmen zueinander. Mit einer Handbewegung der Ungeduld gebietet die Ul'Zadana Ruhe. Wir werden die Sache zwischen unseren Völkern in Kürze klären, Rosalind von Iona. Ich verstehe deinen Gram gegen den Orden von Iona. Obwohl die Kosani älter sind als die Steine Sanawas, haben sie Sir Caradas und seine Ritter... Die Ul'Zadana klopft mit ihrem Stab auf das Podium. Dein Orden entwürdigt den geheiligten Boden. Unter den Steinen der Türme deiner Zauberer liegen die Knochen unseres Gottes. Ihr seid Vasallen der Verführerin, die unsere Städte zerstörte. Nein, Amasido. Ruhe, tönt die Ul'Zadana. Rosalind geht zurück, zitternd vor Wut. Yekar. Yekar tritt vor. Wie ist dein Name, Krieger? Fragt die Ul'Zadana. Ich bin Yekar, entgegnet er. Ich komme auf Befehl von seiner Majestät, Belias des Sechsten, König Non-Medea und Prinz der Runari. Die Ul'Zadana schaut ihn gedankenvoll an. Du bist ein Kind des Husofi-Clans, richtig? Ja, ich bin ein Husofi. Ein Husofi, antwortet Yekar. Jedoch bin ich kein Kind. Die Ul'Zadana nickt. Die Husofi sind ein ehrenhaftes Volk. Ich war mit den Helden befreundet, die du nur aus den Liedern kennst. Damatas, Galadorn und Ursi. Die Husofi fuhren Streitwagen und trugen Speere aus Asche. Bei der Schlacht von Odovari schienen die Helme von der Falken so hell wie die Sonne. Die Kosani heißen dich in Sanawa willkommen. Du bist ein Krieger unter Kriegern. Die Ka verbeugt sich. Es ist mir eine Ehre, Ul'Zadana. Das war's? Soll ich jetzt die Prüfung abhalten oder... Auch jetzt leckt es wieder. Ach so. Wir machen mal Päuschen, ne? Ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns mal ein bisschen um. Ich sage erstmal tschüss.